zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Kreiner. Bei ihm steht das Wort. Bitte, Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich spreche zum wirtschaftlichen Eigentümerregistergesetz. Was ist das? Wieso ist das wichtig? Wir wissen ja, dass es viele Strukturen gibt wie Stiftungen und Trusts, wo man nicht am ersten Blick weiß, wem gehört das, wer ist wirtschaftlich berechtigt, wer bekommt die Einkünfte, wem ist das zuzurechnen. Und wir haben hier vor vielen Jahren ein Gesetz beschlossen, dass es hier ein öffentliches Register geben muss, wo man nachschauen kann, bei einer Stiftung zum Beispiel, wer steckt da dahinter, wer bekommt das Geld aus dieser Stiftung. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, das darf kein öffentliches Register sein, da darf nicht jeder nachsehen, aber Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, sollen nachschauen dürfen. So, und jetzt hat die Regierung ein Gesetz vorgelegt, wer in Zukunft nachschauen können soll. Und da geht es mir vor allem um einen Bereich, und das ist der Bereich, wie sollen Journalistinnen und Journalisten in Zukunft nachschauen können, hinter der Stiftung, wer da der Berechtigte ist, oder auch eine einzelne Person, wie viele Stiftungen und sonstige intransparente Strukturen hat die. Es hat ja gerade erst vor kurzem Recherchen gegeben, wo sich herausgestellt hat, dass Journalisten durch derartige öffentliche Datenbanken mehr herausgefunden haben, nämlich dass russische Oligarchen Häuser in Kitzbühel besitzen, als die zuständigen Behörden im Innenministerium. Das heißt, die haben natürlich hier die Arbeit teilweise erledigt, die die Behörden nicht erledigt haben. Insofern ist ihre Arbeit sehr wertvoll. Und wie geht das jetzt, wenn ein Journalist was nachschauen will? Er muss einen Antrag stellen, in dem er ganz konkret sagt, welche Stiftung er anschauen will. Er kann nicht sagen, ich will wissen, ob zum Beispiel dieser oder jene Oligarch, ob der 10 Stiftungen hat oder andere Strukturen, sondern er kann nur die Stiftung nachschauen und schauen, wem sie gehört. Das heißt, er muss schon ziemlich viel wissen, dass er überhaupt dort reinschauen darf. Das ist das Erste. Zweitens, er muss nachweisen, dass er ein berechtigtes Interesse hat, genau das anzusehen, indem er zum Beispiel Artikel oder Rechercheergebnisse vorlegt, wo ich schon der Meinung bin, na, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dass ein Journalist bereits Rechercheergebnisse vorlegen muss, dass er überhaupt reinschauen darf. Wie ein Journalist, der das erste Mal in einem Bereich arbeitet, das nachweisen soll, lässt dieses Gesetz vollkommen offen. Dann gibt es keine Frist, wo die Behörde entscheiden muss, ob er jetzt Einsicht bekommt oder nicht. Es ist im Gesetz keine Frist vorgesehen, ob die jetzt einen Tag, eine Woche, einen Monat oder 2 Monate oder auch noch länger brauchen, um zu entscheiden. Das kann auch bis zu 6 Monate dauern. Und dann bekommt er entweder ein Ja, du darfst nachschauen, dann muss er mal 4 Euro pro Abfrage zahlen und dann kriegt er erst das Ergebnis der Abfrage. Oder er bekommt ein Nein und dann kann er ein Rechtsmittel einlegen beim, glaube ich, Bundesverwaltungsgericht, wenn das nicht genehmigt wird. Also ob das Recherchen von Journalisten erleichtert, ich glaube nicht. Ich glaube, das macht Recherchen wesentlich schwieriger und die Arbeit, die Investigativarbeit von Journalisten wesentlich schwieriger. Und wir wissen, Panama Leaks und so weiter, das ist alles die Arbeit gewesen von Journalisten, die auf derartige öffentliche Register das recherchiert haben und auch aus anderen Quellen. Und diese Arbeit wird erschwert. Und das passt sehr gut ins Bild, in das, was ja vorgestern die Verfassungsministerin Ed Stadler gesagt hat. Sie ist nämlich der Meinung, Journalisten sollen gar nicht recherchieren. Die sollen berichten. Die dürfen auch nicht kommentieren. Sie sollen nicht investigativ unterwegs sein, die sollen einfach berichten, die sollen Haus- und Hofberichterstattung machen. Und dieses Gesetz, ehrlicherweise, das geht genau in diese Richtung und deswegen lehnen wir das ab. Wir sind der Meinung, Journalistinnen und Journalisten leisten einen wichtigen Beitrag für Transparenz und auch fürs Aufdecken in unserer Gesellschaft. Und wir wollen ihre Arbeit nicht erschweren, wir wollen in Wahrheit ihre Arbeit fördern und erleichtern. Und deswegen lehnen wir dieses Gesetz ab. Vielen Dank.